super, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir werfen heute ein bisschen und zwar von zwei Positionen. Ihr braucht dazu zwei Markierungen. Wir haben jetzt zwei Flaschen. Wie immer, es geht auch Stockstein oder andere Sachen. Ihr stellt euch unter den Korb, macht zwei Schritte. Erst zur linken Seite, stellt da eine Markierung hin und macht dann zwei Schritte zur rechten Seite, stellt da eine Markierung hin. Dann braucht ihr unseren Ball. Und wir machen jetzt das sogenannte Pendelwerfen. Wir werfen fünf Würfe von jeder Position. Wir werfen, laufen zur anderen Seite und werfen dann wieder von da. Am besten ist es auch noch, wenn ihr auf dem Weg zur anderen Seite dribbelt, dass ihr den Ball nicht in der Hand behaltet, sondern immer schön dribbeln, weiterwerfen. Wenn das noch nicht ganz so gut klappt, dann könnt ihr auch das Brett dazu benutzen zum Werfen. Da benutzt ihr einfach, wie beim Korbleger, die obere Ecke vom Viereck am Brett. Dann geht der Ball meistens rein, wenn ihr da hinzielt. Immer weiter probieren. Fünf auf jeder Seite, wenn ihr nicht trefft, einfach wieder einsammeln. Und davon machen wir zwei Runden. Der Marvin macht jetzt eine Runde vor und ihr macht dann bei euch später noch eine extra. Falls das alles nicht so gut klappt, könnt ihr auch eure Markierungen nehmen und die einen kleinen Schritt nach vorne stellen. Dann wird das Ganze etwas einfacher und dann könnt ihr euch mit der Zeit steigern und weiter nach hinten gehen. Weil wie ihr seht, ist es selbst von da etwas schwierig. Viel Spaß bei der Übung.